Ein toller Tag. Wie war er denn aus Ihrer Perspektive? Toll. Sie haben heute viel Zeit auf der Strecke zugebracht. Gibt es einen Grund dafür? Es ist wichtig, in Trainingssessions Daten zu sammeln. Ich habe mich an das neue Aero-Paket gewöhnt. Der Wagen ist zuverlässig, sodass wir viel trainieren können. Das neue Triebwerk ist fantastisch. Wir haben es getestet und damit allerseits und willkommen zum Qualifying aus Frankreich. Ist Ihr Tempo im Training ein Indikator für das, was uns in Zukunft erwartet? Ich liebe diesen Wagen. Ich liebe diesen Motor. Es kann nur noch besser werden. Das ist voll die Antwort auf die Frage. Gar nicht groß drauf eingegangen. Ja, das ist ein Indikator. Oder nein, das ist keiner. Wir müssen mal schauen, ob das Training repräsentativ für das Qualifying war. Irgendwie sowas. Ja, der Wagen lässt sich sehr gut steuern. Unsere Entwicklung des Chassis war sehr gut und kann nur noch besser werden. Ja, kann noch besser werden, aber nicht unbegrenzt. Das ist es. Unsere Daten zeigen uns, dass der Wagen ziemlich zuverlässig ist. Wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir leisten können. Die Frage dazu, ist Ihr Tempo im Training ein Indikator für das, was uns in Zukunft erwartet? Ist das ein Training ein Indikator für die Zukunft? Das ist es. Unsere Daten zeigen uns, na gut, Zuverlässigkeit kann man auch in die Zukunft blicken. Ach, es ist schon alles etwas seltsam. Aber der Wagen lässt sich sehr gut steuern, keine Lüge. Klasse, das war dann alles. Und damit die Bestzeit unsererseits, eine 33.976, erst ganz am Ende mit den Lilas. Bisher war das da, also bis zu diesem Zeitpunkt war das nicht so gut mit den Lilas. Also 33.9 wir und Hülkenberg mit roten 34.3. Und die Lilas sollen 650.000stel besser sein. Wir waren also nicht der Master of Ressourcenpunkte-Catcher. Im freien Training, es klingt sowas von bescheuert, aber da draußen der Welt gibt es wirklich Leute, die so reden. Ganz schön bescheuert, oder? Wenn ihr einer davon seid, dann... Fast 1158 Ressourcenpunkte. Hat Jeff jetzt einen Wetterbericht für uns, einen detaillierteren? Ja, hat er. Wird das jetzt auch zur Regel, so wie zum Beispiel, ich frage nach dem Konkurrenten und bekomme die Antwort, dein Teamkollege Nico Hülkenberg ist gerade Vierter. Kommt Jeff jetzt auch nur noch zum Qualifying mit der Wettervorhersage daher? Im Rennen soll es erst gegen Ende trocken werden, aber das muss ja nicht so sein. Es kann ja auch schon eher bereit für Trockenreifen sein, dann regnet es noch leicht. Wir werden uns einfach mal überraschen lassen. Sergi Borbica. Willkommen zum Qualifying des Großen Preises von Frankreich an diesem Wochenende. Die Teams machen gerade ihre letzten Einstellungen, ehe die Ampel auf grün wechselt und die Fahrer um die Pole Position kämpfen können. Manchmal sind weniger Worte auch mehr, sagte er und sprach weiter. Autoeinstellung. Ich nehme 14 Kilogramm mit. 9,4, genau. Die Höhe 9,10, genau. Die Vorderradbremskraftverteilung, die werde ich so belassen. Kann ich ja dann immer noch anpassen, wenn mir danach ist. Und wir fahren raus. Lila Reifen. So muss das. Jetzt müssen wir aber auch unter 1,33,9 liegen. Immerhin, sehr frische Teile. Achtung, die Batterie. Vielleicht ist der gelbe Balken weg. Und schwupps. Müssen wir noch aufladen, das Stückchen. Jeff, sei leise. Er ist angekommen. Bestätige. Von
der Linie her muss ich die erste Kurve in etwa so fahren. Die Geschwindigkeit ist da nochmal eine andere Frage. Hier könnte ich zwar auch im dritten fahren, aber mit dem zweiten fühlt sich es einfach angenehmer an. Etwas vorhersehbarer, da kann ich mir etwas mehr Geschwindigkeit erlauben. Wenn ich da im dritten Gang etwas zu schnell bin, trägt es mich so wie jetzt zu sehr nach außen. Schleif wie Schleif. Muss etwas zu voranstellen. Wetterbericht. Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Trockenreifen passen gerade am besten. Könnten noch einen Hauch mehr Strom gebrauchen. So, fast voll. 100%. Und los geht's. Aus der Box kommt keiner, das ist schön. Wieder 2000. Zu wenig Geschwindigkeit abgebaut. Oh, Vollgas geblieben. Da wären wir auch beinahe das Heck rumgekommen. 33,4 Danny Ricciardo. Schnell rein muss. Oh, siebter Gang, ganz neue Erfahrung an der Stelle. Zeit innen. 33,7. Es geht auf jeden Fall noch besser. In der ersten Kurve liegt ja auf jeden Fall noch einiges an Zeit, Hülkenberg-Schnellster. Eine halbe Sekunde gefunden. Aber auch eine ganz neue Art gewesen, die Kurve anzufahren. Im vierten Gang. Mal überdenken. Sechs Zehntel schneller. Jetzt bremst der Vordermann gleich noch ein Williams. Scheiße. Oh, ihr macht Platz, okay. Super, dankeschön. Ich will jetzt noch Windschatten fassen. Siebter Gang. So weit weg vom Scheitel, jetzt verliere ich hier einiges an Schwung. Ganz schön wild hier reingebremst. 13 ist schneller. Ich fahre noch eine Runde. Komme ich wieder weit nach Hause. Ich muss halt einfach mehr abbremsen. Dann geht es auch mit dem fünften Gang.
etwas zu früh verbrüllen gegangen? Im zähnlichen Vorlauf, jetzt nervt immerhin kein Williams beim Schikane anfahren. Vier Zehntel schneller. Hab was vergessen umzuschalten. Auf heiße Runde. Hülkenberg noch hinter uns auf der Strecke. Sechs Zehntel schneller. Schöne letzte Kurve. Über eine Sekunde Vorlauf. Hallo. Aber noch keine absolute Bestzeit. Was? Okay, aber das reicht. Update beste Runde. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,32. 32. 1. Und Fahrer vor mir. Nico liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 32. Nein, eine Zehntel. Ein Fahrer hinter mir. Bottas liegt hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,32,7. Auch auf Ultra, 6 Zehntel hinter uns. Aber Bottas war jetzt nicht wirklich der Qualifying-Fahrer. Denn dann war das eher Hamilton. Status Konkurrent. Nico ist auf P1, ja. Spitzenreiter. Beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 32,0. Der letzte Sektor soll ja uns ganz besonders gehören im Vergleich zur Konkurrenz. Der beginnt ja ab hier. Bei der Kurve kann ich es mir durchaus sehr gut vorstellen. Jetzt nicht in dieser Runde, aber ich denke eher, ich verliere hier etwas. Und in der letzten Kurve, wenn ich die so fahre wie gerade eben, verliere ich überhaupt gar nichts, da gewinne ich eher was. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein, fahr nach dieser Runde an die Box. Du wirst natürlich hier noch weiter Gas geben mit der Zufahrt auf die Rechtskurve. Du musst den Wagen aber auch schon platzieren fürs Anbremsen. Und wenn du anbremst, musst du auch entsprechend den Wagen ruhig halten können. Es macht Spaß, da den Wagen zu kontrollieren. Richtig viel Spaß. Bottas noch auf der 2. Ja, aber viel mehr Luft nach oben ist nicht. Klar, hier und da die Kurve etwas besser bekommen. Vor allem Kurve 1. Aber ich werde jetzt nicht noch eine Sekunde irgendwo rausholen können. Selbst eine halbe Sekunde. Ja, doch, wenn es die Runde wird, die Zauberrunde, dann ja. Aber im Normalfall eher nicht. Dafür war jetzt auch einfach der letzte Sektor verdammt gut. Vor allem die letzten beiden Kurven, die links, rechts vor der Stadt Zielgeraden, die waren richtig gut, finde ich. Bimmel, bimmel, bimmel. Das Lenkrad steht anders, deswegen habe ich jetzt die falsche Taste gedrückt. Sektor 1 gehört uns nicht, kann ich mir auch vorstellen mit meiner Durchfahrt. Sektor 2 liegen wir... Na, etwas mehr als eine halbe Zehntel vor Hülkenberg. Und im letzten Sektor ein Tausendstel schneller. Ein Tausendstel. Oh Mann. Und Hamilton auch 6 Zehntel hinter uns. 6,5 Zehntel. Bottas ist nicht weit hinter Hamilton. Und Ricciardo und Perez, ja, die Ferrari sind sowieso kein Thema. Mercedes und Red Bull 6 Zehntel hinter Renault. Gut. Nö, Auto wird später eingestellt. Hülkenberg fährt nochmal los. Oh, das ist jetzt schon bei noch guten 6 Restminuten. Ob die Zeiten jetzt nochmal richtig durchgewürfelt werden wegen Skripterei. Ja, auf einmal ist Hülkenberg nochmal 6 Zehntel schneller. Na. Alle sind im Grunde nochmal 6 Zehntel schneller gefahren, auch
Unser Vorsprung ist kleiner geworden. Entsprechend gut, Ricardo hat sich auch vor die beiden Mercedes geschoben und Kimi ist auch nach vorne gekommen. Aber gute 6 Zehntel haben wir hier allein mit der Skripterei wieder verloren. Es ist aber auch gerne mal bei einzelnen Fahrern genau umgekehrt, dass die dann 6 Zehntel verlieren. Im Vergleich zu dem, was sie eigentlich fahren sollten. Ausgeschieden, Vettel nicht. Brandon Hartley, Fernando Alonso, Lance Stroll, Stoffel Van Dorn und Sergei Sirotkin. Das habe ich gar nicht gelesen, diesen kleinen Vorfall. Q2 müssen wir jetzt nicht mit den... Nö, fahren wir auf Lila, sicher ist sicher. Jetzt pfeife ich mal darauf, was im Rennen anders sein könnte als bei der Wettervorhersage. Jetzt fahre ich auch mal die lila Reifen. Ich hoffe nur nicht, dass es dann wirklich trocken sein wird, auf lila Reifen starten. Ich hätte mal schauen können, wie viel die jetzt Abnutzung drauf hatten. Mist, das habe ich jetzt verpeilt. Bin ja ein paar Runden gefahren. In Q1. Motor. Hat gleich zu schuften. Also eine 32.0 und ich wäre sehr, sehr, sehr zufrieden. Die Reifen müssen auf jeden Fall warm werden. Jeff, sei leise. Bestätige. Wetterbericht. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versuch da draußen konzentriert zu bleiben. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Okay, vor uns ist gerade keiner, hinter uns. Ja, da ist ein Toro Rosso, aber der ist weit genug weg. Die Runde muss dann gleich richtig sitzen. Wir wären es dennoch lieb, auch wenn es zu Rennbeginn nass sein sollte. Oder nass, wenn es dann nass sein soll, dass ich jetzt bloß eine Runde fahre. Dann bin ich einfach auf der allersichersten Seite. Wenn ich die Lilas schon nehme. Ah, etwas zu weit innen. Da jubeln die Fans schon. Immerhin ist es ja auch unser Heimrennen für Renault. Immer so ganz nebenbei. Aus der Box kommt wer. Und uns. Jetzt mal deutlich langsamer im 5. Gang in Q1 gewesen. Zu voranstehen. Aber auch eine ganz besondere Linie fürs Schwunghorn geholt. Über 320 Sachen. Hier geht's auch etwas bergab. Ausgang nicht so gut. Die Einfahrt war, glaube ich, perfekt. Hat sich sehr gut angefühlt. Bin gar nicht auf Überholen gegangen. Stödel. Etwas weit außen gewesen.
32,6. Hm. 2000. Lass die einfach mal so stehen. Eine halbe Sekunde langsamer, wenn die KI jetzt mit dem 16. schneller fährt. Ich gebe auch nicht seitens Codemasters, was daran so schwierig sein soll. Wenn man vorspult oder vorzeitig beendet, dass man einfach die Zeiten noch ganz gut simuliert. Schnellste Runde insgesamt. Aktuell ist die schnellste Rundenzeit 1,32,2. Nee, nicht mehr. Hülkenberg war schneller. Also an sich würde das reichen, wenn die Konkurrenz nicht nochmal 16 schneller fahren würde. Jetzt überlege ich gerade, ob ich nochmal rausfahre. Also nicht nochmal rausfahre, jetzt nochmal eine Runde fahre. Okay, es wird zu Rennbeginn nicht nass sein. Muss ich nämlich mit diesen Kackreifen starten. Ich gebe den Ganzen noch einen Versuch. Ausgang schneller. Grüne Zeit, na, okay, mal kurz für mich. Anderthalb Zehntel gewonnen. Wagen leicht verloren, nicht gut. Hinterreifen da auf die grüne, auf die blaue Farbe. Wäre dann auch nicht so gut. Könnte der Wagen bei der Beschleunigungsecke rumkommen. Wieder nicht überrollen gegangen. Nur sehr spät. Die Schikane habe ich vorhin besser eingangs erwischt. Dafür ausgangs auch schlechter. Was für eine Kacklinie. Mist. Reifen verbraten. Für nix. Mann. Bin noch auf dem falschen Strommodus unterwegs gewesen. Im falschen Strommodus. Miep, miep, miep. Schnell noch den Sprit abgestellt. Hätte ich nicht einfach diese Zeit hier aus Q2 in Q1 fahren können und jetzt die Zeit aus Q1 liefern können? Hülkenberg kommt auch rein. Machen sich bereit für Bremsenkühlung. Jetzt müsste der Helikopter da landen, der hier gerade zu hören ist. Das wäre lustig. Also gerade sind wir Vierter. 16, wir werden raus. Wobei, noch nicht ganz. Gefällt mir dennoch nicht. Also mit der Q1-Zeit werden wir... Wobei, ich habe nicht geschaut, was Ricardo in Q1 nach der Scripterei gefahren ist. Wir waren noch auf der 2, ne? Aber alles noch angekommen, ne? Ja, ne? Hülkenberg, dann 7 Zehntel wir dahinter und dann kam Ricardo und dann die beiden Finn in Q1. Ich finde es aber auch Quatsch, jetzt einfach 6 Minuten abzusetzen. Codemasters, könnt ihr das nicht mal besser programmieren?
Das hat gefühlt F1 2000 von EA sogar besser hinbekommen. Sogar. Aber das Spiel habe ich auch schon lange nicht mehr angerührt, deswegen könnte die Erinnerung etwas verfälscht sein. Gucken wir mal, wo wir landen. Wir können ja mal, heute lassen wir uns nicht überraschen, wir können einfach mal die Zeit im Auge behalten. Wer sich jetzt wie genau verbessert. Wir können mal zwischendurch den machen. Gucken, ob da die Skriptarei durcheinander kommt. Einfach zwischendurch mal pausieren. Ah, wir rutschen schon nach hinten, aber das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Vielleicht kann man das unterbinden, indem man einfach beim Vorspulen zwischendurch mal pausiert. Das Vorspulen. Ausgeschieden sind auf jeden Fall Pierre Gasly, Charles Leclerc, Kevin Magnussen, Romain Grosjean und einer noch. Ericsson, ne? Ja. Kimi gerade so weiter. Jetzt müssen wir aber unsere Bestzeit hinlegen. Ricardo 32,4, also noch weiterhin hinter uns im direkten Konkurrentenduell. Ich hätte gern die Q3-Reifen und Autobetankung 12 Kilogramm. Alles klar. Das sind jetzt maximal 3 Runden. Nur 5,3 Tankrunden. Ein Sicherheitskilogramm für auf jeden Fall 3 Runden wäre nicht verkehrt gewesen, aber hey, heute mal so. Hülkenberg ist noch in der Box. Da war wieder das schöne Hochschaltgeräusch an der Wand. Jeff sei leise. Alles klar. Letzter Bericht. Der Regen lässt ein paar Runden auf sich warten, aber er kommt bestimmt. Vorsichtig da draußen. Sie sitzt dann ernst. Gerade am besten. Ja. Gerade am besten passen, das passt schon. Ist ja auch gar trocken, aber es soll womöglich regnen. Letzter Bericht. 5 Minuten bis zum erwarteten Regen. Oh, es soll wirklich regnen. Bis zum Regen. Das ist keine Jeff-Spaß-Ansage. Es kommt gerade zu häufig. Immer wieder die gleiche Ansage. Letzter Bericht. Sieht so aus, als käme der Regen. Wir erwarten ihn in etwa 5 Minuten. 5 Minuten. Dann gebe ich mal Gas. Trockenreifen passen gerade am besten. Wir könnten es gar nicht 3 Tankrunden, also 3 gezählte Runden werden. In 5 Minuten werden wir dann schon voll im Regen. Dann können wir jetzt maximal noch die zweite Runde im Trocknen fahren, aber möglich wird es da auch schon herumregnen. Hätten wir nicht 5,3 Tankrunden zu Beginn in der Box, stehen es in der 5,9. Strecke hinter uns und vor uns frei. Es sind noch 10 Autos dabei, wir sind eins davon. Bisher sind alle schön verteilt, jeder hat genug Platz. Die ich jetzt so auf den letzten Ecken gesehen habe auf der Streckenkarte. Ist auch keiner mehr in der Box. Hülkenberg gleich rechts neben uns. Ah, wieder zu weit außen. Nein, Wagen verrissen, Mist. Da brauchen wir auf jeden Fall noch eine zweite gezeigte Runde. Die muss dann richtig sitzen. Da 133 Sachen.
Jetzt hätte ich ganz gerne noch einen guten letzten Sektor. Fast wieder der siebte Gang. 2000. Zwei Dinge. Heckflügel offen. Bestzeit aber überhaupt nicht gut. Immerhin 13 gefunden. Hier habe ich auch was liegen gelassen an dieser Stelle. Fast 17 gewonnen, 677.000. Jetzt habe ich hier beim Ausgang aber leider auf die Gerade etwas verloren. Oh. Wo ist die Strecke? Okay. Da war ich jetzt total neben der Spur, hat man glaube ich gemerkt. Ups. Also noch ist es trocken und für eine weitere Runde wird es auch noch reichen. Scheiße. Da habe ich mich jetzt total verloren gefühlt. Okay, die Linien, die machen einen verrückt. Was war das denn? Eieiei, ich wusste gar nicht, wo ich bin. Noch ein Versuch. Wenn der Regen jetzt nicht anfängt, wäre das schon schön. Ist die letzte Runde im Trocknen, dann wird es mal anfangen zu regnen. Zeit in. Und zwei aus an der Stelle. So, aufgepasst, Schikane kommt. Minus 0 kann man sagen, ist nicht gut. Sprit wird dafür noch eine Runde reichen, noch regnet es nicht. Jetzt erstmal im letzten Sektor noch was ausholen. Eine komplett andere Linie als die KI. Das kann im Rennen was werden, wenn uns jemand verfolgt. So, die nächste Runde wird auch noch gefahren. 13. erstmal schneller, aber noch weit weg von Q1. Die letzten 5 Minuten laufen. Eine halbe Sekunde gefunden. Wieder nicht gut auf die Gerade gekommen. Aber ist das gar nicht so schwierig. Überhaupt nicht. So, Schikane nicht verpassen. Keine gute Linie. Kommt da schon Wasser runter? Ich fahre jetzt einfach schnell nach Hause. Ja, da kommt schon Wasser runter. Chef darf ja nichts sagen. Oh, hier bin ich gerade ganz schlecht. Ganz schlechte Linie gefahren.
muss ich halt noch 13 die mindestens finden. Natürlich liegt nicht so viel Zeit versteckt. Das wird auch feucht. Nee, die Uni kann ich knicken. Schade, keine Paul. Und leider nur eine 32-4. Hab's mir selbst verbaut. Wo ich einmal ins Nichts gefahren bin bei der Schikane. Naja, erste Startreihe für die Schwarz-Gelben. Da freut sich das Team und das ganze Land. Hoffe ich. Ja, Renault kommt aus Frankreich, aber das Team hat seinen Sitz in England, in Enstone. Insofern haben wir im übernächsten Rennen wieder ein Heimspiel. Und in Hockenheim haben wir wieder ein Heimspiel. Und in Brasilien habe ich auch wieder ein Heimspiel. Eine Dreiviertelsekunde hat er uns aufgebrummt. Wir fahren mit diesem schlechten Rest. Beginnt bei Platz 2. 31,7. Alle Sektoren gönnen Hülkenberg. Hülkenberg ist Mr. Paul Ricard. Na, wenn wir Zweiter werden, dann wäre das schon schön. Erinnert irgendwie an Baku. In Baku sind wir auch Zweiter geworden. Jetzt mal abgesehen davon, dass mir Baku nicht so gut liegt wie diese Strecke hier. Aber Hülkenberg meilenweit voraus und wir Schadensbegrenzung. Bester Platz hinter Hülkenberg. Auf einer Strecke, wo er dominiert. Ist schon Mist, oder? In Baku ist er allen um die Ohren gefahren. Aber wir werden trotzdem Zweiter und in Frankreich zumindest im Qualifying. Bisher ebenso. Aber wenn er das bis zum Saisonende macht, dann ist er Weltmeister. Aber ausscheiden darf er dann auch nicht mehr. Im letzten Sektor bin ich auch langsamer als Hülkenberg, ja. Und zwar ein gutes Zehntelchen. Verstappen, Kimi, Vettel, die drei von hinten. Perez und Ocon vor beiden Ferrari. Fährt gerade noch wer, ist ja eigentlich zu nass. Der fährt da raus, aber der wird nichts mehr reißen, ist einfach zu nass. Ansonsten fährt gerade gar keiner. Er ist der Einzige auf der Strecke. Wir können ja nochmal Gänge gucken, aber jetzt ist es auch etwas verfälscht mit der Nässe. Den achten Gang hier, okay. Vierter Eingang, sind im dritten runter und sogar in den zweiten. Nee, aber hier. Das mache ich auch. Hier bleiben sie verdammt lange im dritten. Sieht auch nicht wirklich schnell aus, wie er da auf die Gerade fährt. Immerhin ist sein Ausgang auf die Gerade besser. Also, der Eingang auf die Gerade, wenn man so will. Alles auf die Gerade bezogen. Hier parkt er auch den dritten Gang aus. Oh, das Qualifying ist abgeschlossen und wir können uns auf ein spannendes Rennen morgen freuen. Ihre Top 3 sind Hülkenberg, der Eismann und Lewis Hamilton. Die Startaufstellung steht also fest. Jetzt fehlt uns nur noch das Rennen selbst. Schalten Sie auch morgen ein, wenn es ums Ganze geht. Bis dahin, auf Wiedersehen. Und hinter Hamilton liegt Ricardo, dann kommt der andere, dann Esteban Ocon, Perez, Vettel, Kimi und Verstappen. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie das im Rennen laufen wird bei Nässe. Ich glaube ja erstmal, dass Hülkenberg wegzieht, aber einfach mal gucken. Sehr ärgerlich, dass ich mich nach Q1 nicht mehr gesteigert habe. Ob Hülkenberg drin gewesen wäre, wage ich mal beim Blick auf die 31,7er zu bezweifeln. Insofern wäre es wohl so oder so nur die 2 geworden. Also nochmal Glück gehabt. Im Rennen brauche ich hoffentlich kein Glück, sondern einfach eine gute Leistung bei Nässe, dass ich da gut mithalten kann. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.